been feeling. From across the area, a smile from my veil. Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees? Hot air for a cold breeze? Cold comfort for change? And did you exchange a walk on a port in the wall for a little roll in a cage? Hallo, 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 hallo. Ich habe gerade mein Essen aus dem Ofen geholt. Ich werde jetzt noch schnell mit euch essen. Und erst wenn ich fertig gegessen habe, geht dann der Stream richtig los. Oh. Leider schon wieder nicht so lange heute. Ich habe im Moment ein bisschen viel zu tun. Aber zumindest ein bisschen wollte ich jetzt mit euch heute mal wieder quatschen vor allem. Und spielen tun wir dann auch noch. Und hallo nochmal an Vanessa, an Victor, Kim. Hab ist auch da. Hallo Hab, guten Abend. Bei der Musik kriegt man gleich Lust, Kiana zu besuchen. Definitiv. Wobei das ja eigentlich eher Jamaika ist. Oh. Fangt von gut an. Nein. Controller hat schon jetzt keine Batterie mehr. Weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt hört, wenn der nicht mehr mitmacht. Ich steck den mal schnell ein. Ei. So. So. Ich hoffe jetzt hört ihr mich sicher auch? Mir geht's auch gut, danke Vanessa. Du hast Urlaub. Cool, wie lange denn? Und gehst du noch weg oder bleibst du zu Hause, Kim? Mein Urlaub war super. Ich war ja mit einer Freundin, nicht mit Jubik, mit einer Freundin unterwegs. War sehr lustig. Nee, das ist nicht die Musik vom Spiel. Was es gibt zu essen? Ofenkartoffeln, also so Wedges, Potatoes. So mit Gewürzen und sowas dran.
Guten Abend, Terror. Schön schaust du rein. Schön schaut ihr alle rein. Wie war denn euer Wochenende? Aber ich mache jetzt die Musik mal aus. Weil sonst macht mich das ganz konfus. So. Ist da noch schnell... Oh, den Revlor-Bot muss ich ja noch einstellen, dass ihr da auch zu euren Brezeln kommt. Geht das? Oh, falsch gedrückt. Und ich glaube, ich muss die Musik vom Spiel dann ein bisschen lauter machen. Hört ihr jetzt Spiel-Soundtrack? Also hört ihr da die Musik im Hintergrund? Ich gehe mal kurz ins PS4-Menü. Ah, du hast letztes Mal noch alle verspielt, stimmt's? Victor, deine Brezeln. Aha, oder muss ich im Spiel selber in die Optionen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das kann ich hier gar nicht. Mehr Optionen. Audio. Und den Ding hier muss ich auch noch ausmachen. Wo ist jetzt die Kartoffel hin? Da. Du hast nur das Knuspern meiner Kartoffel. Also dann mache ich die Musik definitiv. Stimme ist auf 10. Musik ist auch auf 9. Also eigentlich sollte das schon relativ laut sein. Ja, anpassen und... Ja. Wie komme ich jetzt zurück? So. Nee, mag ich später machen. Ja. Oh. Ich hoffe, die Übertragung funktioniert noch. Ich gehe jetzt nochmal ins Menü und schaue, ob ich da... Wobei, hier ist es laut. Sound und Bildschirm. Bildschirm, Audioausgabe. Nee, ich mache das immer falsch. Das ist bei Geräte. Und dann unter Audio. Also ich bin ja eigentlich laut genug. Das ist es nicht. Komisch. Ich habe mir eben den Stream angehört und habe vom Spiel gar nichts gehört. Aber ich habe es jetzt eigentlich so laut eingestellt wie nur möglich. Ob ich das jetzt kann, essen und dabei spielen, soll ich das mal versuchen? Vielleicht sind deine Kartoffeln auch zu knusprig, sie übertönen die Musik. Ja, aber das ist so doof, wenn ihr gar nichts vom Spielsound hört. Bei dir ist auch laut. Aha, du hörst es. Ist das nur Victor, der nur meine Kartoffeln hört? Okay, gut, also egal. Wir fangen jetzt trotzdem, glaube ich, einfach mal an. Wenn ich dann da noch alles so schön präpariert habe. Gut. Fortsetzen. Ich tue jetzt halt nebenbei essen. Das heißt, es knuspert halt noch eine Weile. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde später anfange und ein paar von euch dann schon fast wieder schlafen gehen, weil morgen Montag und so, ja, möchte ich gern. Tue ich lieber mit euch zusammen essen und schon anfangen. Du hörst mich laut und deutlich. Du hast durch die Libellensinne ein gutes Gehör. Ich habe mich noch nicht so mit den Tieren auseinandergesetzt. Können die überhaupt was hören? Servus, Zombies an Bord. Na, alles gut bei dir? Aber Kim, hörst du nur mich gut oder hörst du auch ein bisschen was vom Spielsound? Also da sollte jetzt eigentlich Musik laufen im Hintergrund. Vanessa liegt schon im Bett, musst du früh raus morgen. Dass du um 8 Uhr schon im Bett liegst. Oder ist das eher so ein schon den ganzen Tag, weil Sonntag ist, im Bett liegen? Das mache ich ja zwischendurch auch, dass ich eigentlich nur am Morgen früh aufstehe,
um schnell Kaffee zu machen und dann gleich wieder ins Bett mit Laptop und den restlichen Sonntag im Bett verbringen. Das sind eigentlich die schönsten Sonntage. Heute nicht, heute war ich draußen. Es war so schön sonnig und ich habe mir gedacht, das muss man genießen, aber es war dann doch ziemlich kalt. Dir geht's eher mittelmäßig. Was hast du? Kopfschmerzen? Oder wegen der Krankheit? Wenn du nicht hören kannst, wie soll ich dir beim Stream zuhören? Also mich hörst du schon, das ist mir klar. Um 6 und du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Kim zockt im Wohnzimmer. Du hast aber keine Lust auf Zocken und so. Ja, und wenn er zockt, dann kannst du wahrscheinlich nicht fernsehen. Und darum bist du jetzt bei mir im Stream. Das finde ich super. So. Ich weiß noch, dass ich wieder an der Stelle war, wo es dann ganz viel zu sammeln gäbe. Aber ich muss jetzt schnell schauen, ob ich da noch was ablegen muss. Mit den Dietrich, ich glaube, mit dem wollte ich noch was machen. Und die ist für, okay, doch, ich glaube, das nehme ich schon alles mit. Aber nur ein Slot. Mir geht's eigentlich ja recht gut, ich glaube. Aha. Granatenwerfer. Und das ist für Flammengranaten für Granatwerfer. Dann könnte ich ja eigentlich den Brenner mal wegtun. Auch wenn da noch was drin ist. Aber der braucht 2 Slots. Wir tun den weg. Aha. So rüber. Und den Rest. Die Schlüssel. Wenn ich jetzt nur sammeln gehe, brauche ich ja das eigentlich nicht alles. Schon wieder so viele Entscheidungen. Fabi, guten Abend. Hallo, hallo. Na, wie geht's dir? Schläfst seit einer Woche schlecht oder gar nicht? Immer wieder erhöhte Temperatur? Schwindlig, blöd im Kopf. Oh nee, hast du die Grippe erwischt? Blöd im Kopf. Weil bei uns grassiert das auch gerade wieder total. Meine Schwester war 2 Wochen außer Gefecht und ich habe dann mal angerufen und die Stimme hättet ihr hören sollen. Respektive, da war fast gar nichts mehr von der Stimme übrig. Ganz gute Besserung, Zombie. Ob wir das Spiel heute... Nee, ich glaube nicht, dass wir das heute zu Ende kriegen. Weil ich kann... Also ich denke, um 9 muss ich schon wieder aufhören. Sollte ich aufhören. Und wir haben ja noch nicht mehr angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. So ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich muss mal schauen. Da müsste hier eigentlich jetzt stehen, was unsere Aufgabe ist. Ah, genau, 2 Karten wollten wir finden. Aber ich muss doch auch noch irgendwo was aufsammeln gehen. Ich glaube, in dem Zimmer vom Mädchen oder oben. Ah, wir sind irgendwo eine Leiter rauf. Wir gehen da nachher gleich hin. Einen wunderschönen guten Abend, Kairos. Liebe Grüße nach Wien. Hattest du ein schönes Wochenende? TV habt ihr nur im Wohnzimmer, Schlafzimmer nur PS4 und halt TV ohne Programm und ohne PC, also bist du jetzt bei mir. Das finde ich super. Keine Grippe, kommt eher von den... Ach so, dann hast du auch dann erhöhte Temperatur wegen dem. Ach herrje, das ist ja mühsam. Fabi geht's super dafür. Mir geht's auch gut. Oder geht's mir auch super? Ja, fast super. Oh, der hab es auch schon eine Woche im Bett. Dann auch da nochmal gute Besserungswünsche. Du hast gedacht, ich hätte das letztes Mal fertig gespielt, wo du nur kannst. Bin ich denn schon kurz vorm Ende? Wir werden sehen. Im ersten Ege 2 Zimmer, die du beim letzten Mal durchsuchen wolltest, weil ich jetzt die Schlüssel dafür habe. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, damit wir überhaupt irgendwas hinkriegen. Und da ich die Schlüssel ja dabei habe, stimmt, ich habe mich ja da so verwirren lassen.
War das auf der anderen Seite dann? Oder doch hier irgendwo? Da, der Raum war es, oder? Wo ich dauernd dran vorbeigelaufen bin. Und hier habe ich, glaube ich, jetzt noch... Habe ich da irgendwie einen Gang gefunden? Da unten durch. Und... das habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke, wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe... Ah, genau, das mit der Lampe. Doch, das haben wir schon gelesen. Ah, und genau, da konnte ich das Kraut nicht aufnehmen. Ich konnte einfach gar nichts aufnehmen, wo ich dann so verzweifelt bin. Und den Rest haben wir aber angeschaut. Ja, da ist nichts mehr zum Sammeln. Den habe ich auch angeschaut. So langsam kommt die Erinnerung. Ist so blöd, wenn man so lange nicht weiterspielt, aber es lässt sich momentan leider... Ah, da war der Dietrich drin. Genau, und da ist die Leiter. So, jetzt. Ich glaube, jetzt kommt's. Bist in 7 Minuten und 54 Sekunden zurück. Stopp die Zeit. Stoppt mal jemand für den Victor. Kommt noch einiges, also dann schaffen wir das heute wahrscheinlich nicht fertig. Herr Fabi hat Resi 7 auch schon lange nicht mehr gespielt. Bist du weiter als ich oder auch ungefähr? So, an der Stelle. Gut, also Kassette. Da müssten wir dann wahrscheinlich wieder in den Wohnwagen, um das anzuschauen. Und da hinten ist irgendwie was. Da hat es einen Pfeil. Aha. Oh, da ist ganz viel. Jetzt habe ich schon wieder keinen Platz mehr. Ich hätte doch mehr dort lassen sollen. Jetzt muss ich dann doch noch mal runter. Renovierungsvertrag, Kunde Jack Baker. Das war im November 92, Umfanginstallation von schattenaktiver Tür. Was ist denn eine schattenaktive Tür? Aktiviert, schattenaktiviert. Das heißt, sobald ein Schatten auf die Tür fällt, öffnet die sich, oder wie? Also bewegungsaktivierte Tür, das hätte ich jetzt noch verstanden, aber kennt das jemand von euch? Schattenaktivierte Türen. Wusa! Mein kleiner grüner Kaktus ist da! Du warst letztes Mal nicht mit dabei. Ist mir jetzt einfach so eingefallen. Wie geht's dir, Tobi? Du spielst es halt vor Ordnung. Ja, da habe ich gesehen, das ist jetzt ja momentan gerade ziemlich populär in anderen Streams. Bist ein bisschen weiter als ich. Gut, kann ich dich wenigstens nicht spoilern. Der Tannenbaum. So, ich gehe jetzt halt doch schon wieder runter, weil das... Ich kann das nicht. Ich kann nicht... Hey, runter sollst du. Ich kann das Zeug nicht liegen lassen. Jetzt habe ich wieder dieses Problem mit dem Runtergehen. Einfach nur runterdrücken. So. Wieso klappt denn das bei mir nie? Dir geht's wunderbar. Das freut mich zu hören. Mir geht's auch wunderbar. Also ist jetzt mal keine Zeit. Du warst gerade eben auf dem Sofa und dann hast du gesehen, dass ich streame und bist direkt angekommen. Wow. Das nenne ich ja mal Viewer-Treue. Direkt angekommen. Hattest du ein schönes Wochenende, Wusa? Was hast du gemacht? Ah nee, warte. Wo ist der? Der... Aha. Warte, wir haben ja jetzt eine Tür, wo wir durch können. Um zum Safe Room zu kommen. Ich finde den von der Seite nie. Die, den, das. Da muss ich da durch.
Ah, jetzt habe ich das gecheckt. Ich bin so oft an der Tür vorbeigelaufen. Jetzt legen wir alles ab, was wir nicht irgendwie ein bisschen brauchen können. Also, weg mit dir, die Muni tun wir auch weg. Das Kraut kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das Messer brauche ich das jetzt gerade. Die kommt für den Moment weg. Ich hole das dann nachher alles wieder. Die tun wir auch kurz weg. Aber damit ich jetzt da oben alles sammeln kann, weil sonst mache ich diesen Gang hier noch 10-mal. Der Gang nach Kanassa. Da gibt es doch irgend so einen Ausdruck. Wie heißt das? Der Gang nach Konos. Kanas. Keine Ahnung. Zu lange her, die Schule. So. So. Und jetzt drauf wieder. Ui, da ist aber viel. Ja, du hast dieses Wochenende viel Sport gemacht, warst Snowboarden, hast Basketball gespielt und laufen warst du auch noch. Meine Güte. Und jetzt hast du Muskelkater. Wo warst denn du Snowboarden? Kann man das bei euch in der Nähe? Bist du irgendwo in die Höhe gefahren? Oder warst du noch im Urlaub? Mainz war gut. Ich war in Konstanz einkaufen. Und heute ein bisschen aufgeräumt, so ein Zeug gemacht und dann noch mit der Freundin unterwegs. Ich sollte eben noch lernen nachher drum. Wird es wieder nicht so ein langer Stream. Du bist ja immer noch nicht mit. Nee, ich hab echt nicht viel gestreamt in den letzten 2, 3 Wochen. Also eigentlich maximal einmal pro Monat. Pro Woche, meine ich. Leider lässt die Zeit das nicht so zu momentan. Und ich war ja eben auch noch im Urlaub. Da kann ich wieder was drehen. Ich glaube, so viel Platz hätte ich jetzt doch gar nicht mehr gebraucht. Wobei wir sind ja noch nicht, sind noch nicht so weit. Kann ich da wieder reinschauen? Oder öffnet sich das, sobald ich das drehe? Judgment. Das Gemälde zeigt eine Frau, die von einer Menge kniet, die vor einer Menge kniet. Canossa, ah, der Gang nach Canossa. Hallo, Monthies. Guten Abend und herzlich willkommen bei uns. Dein Name ist mir noch nicht so geläufig. Bist du das erste Mal hier? Oder? In Neuss Skihalle. Skihalle. Sowas habt ihr bei euch. Gut, bei uns braucht es das natürlich nicht mit den Bergen, aber ich wusste nicht, dass das in Deutschland Skihallen gibt. Also vielleicht gibt es das bei uns auch. Ich weiß das nicht. Ich kenne nur Eislauf, also Eishallen. Da war ich ja auch immer. Heute gab es die Meldung, dass Netflix eine Live-Action-Serie zu Resident Evil bringen will, wo sich jede Staffel mit einem Resident Evil-Teil befasst. Das klingt cool. Wie viele von euch haben denn den Kinofilm schon gesehen? Ich habe von einigen gehört, dass sie den gucken gehen. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich war zwar 5-mal im Kino in den letzten 2, 3 Wochen, habe alles Mögliche geschaut, von La La Land über The Rings und was war da noch alles? Den Shades of Grey. Aber in Resident Evil habe ich es noch nicht reingeschafft. Kannst gleich mal das Video anschauen. Das habe ich letztes Mal vergessen. Was? Aha, du willst mir ein Video von der Skihalle zeigen, oder wie? Ah, ich glaube, dass da hinten sollte zur Axt. Ah, nee, das da unten. So. Ah, ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Noch ein bisschen voluminös. Oder? Warte mal.
Das ist nicht gut, Das gefällt dem nicht. Warte, jetzt muss ich. Ich müsste mal sehen, wie der hinten richtig aussieht. Wie mache ich das ein bisschen dicker? Ah, ja. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Jetzt einmal rumdrehen. Nein, der muss schon so rum sein. Bisschen. Ah, jetzt. Das nimmt er. Wusa hat ihn gesehen, war mega gut. Fabi hat ihn auch gesehen. Zombie hört aber nur Schlechtes über den Film. Aber gesehen hast du ihn selber noch nicht? Zombie? Für dich war es der beste Teil, abgesehen vom ersten. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ich habe, glaube ich, alle gesehen, außer jetzt dem neuen. Fabi fand ihn gut, hat ihn gesehen, erinnert an Mad Max, ist ja auch die Apokalypse. Oh, und von X-Men gibt es, also von X-Men, von Wolverine gibt es ja jetzt auch wieder dann noch einen Teil. Der sieht auch gut aus, habe ich die Vorschau gesehen. Das Video, was du gerade gefunden hast in Resi. Ach so, du sprichst vom Spiel. Wir sprechen auch mal vom Spiel und nicht nur von unserer Freizeit. Vom Einspielergebnis ist es der schwächste Teil. Kann sein, viele hatten bestimmt keinen Bock mehr auf noch so ein Teil, nachdem der Vorgänger ja nicht so gut war. Aber es hat sich echt gelohnt. Tu es dir den Film nicht an. So. Wir haben, glaube ich, die erste Karte gekriegt. Die blaue. Okay. Und die andere ist dann wohl nicht hier oben. Habe ich das Messer jetzt dabei? Wieso? Aha, ich habe es nicht ausgerüstet. Aber die kann man eh nicht kaputt machen. Und sonst ist hier auch nix. Nee. Dann, ah, da ist zwar noch ein Beutel. Kann man den vielleicht aufmachen? Nö. Schade. Bist gleich mal gespannt, wie lange ich für das Rätsel brauche, wenn du da heute noch hinkommst. Dann bin ich auch gespannt. Nee, das wollte ich nicht, das auch nicht. Doch. Kinderzimmer. Ich habe was für einen Schlüssel? Das war der Skorpionschlüssel, oder? Nee, Schlangenschlüssel. Und habe ich noch einen zweiten Raum hier auf der Karte? Schlafzimmer der Eltern, Abstellraum. Das heißt, da muss ich jetzt hier durch. Wo bin ich denn jetzt? Ah nee, das war ja falsch. Wieder raus. Und dann, nein, komme ich da? Doch, da komme ich durch. Ah, auf der anderen Seite vom Treppenhaus. Jetzt. Zombie schreibt, geil, mein Kater hat sich hinter mir gerade zum vierten Mal über. Oh nee. Geht's dem nicht gut? Oder hat er sich überfressen? Du bist wieder da vom Essen. Was hat's denn bei dir gegeben? Ich bin immer noch dran. Ist schon kalt geworden jetzt. Aber so Pommes, Kartoffelzeug kann man ja auch kalt essen. Ist da jetzt was rausgefallen? Nein. Da gibt es auch nichts zum Sammeln. Wieso geht es jetzt nicht auf? Aha, jetzt wollen die, dass ich den wieder benutze. Das ist blöd, wenn ich ihn doch mit dabei habe. Wieso kann der denn nicht von selber benutzt? Ah ja, das ist Neuland hier. Aber ich bin richtig, die Oma ist da.
hat sich anscheinend den Magen verdorben. Hat da einer von den Mäusen gegessen? Von den Zweien, von denen du erzählt hast? Und dann ist eine vielleicht doch nicht so gut. Oh, seht ihr das schon? Da unterm Bett scheint irgendwie ein Hohlraum zu sein oder ein Durchgang. Ah, ist das vielleicht da, wo ich vorhin von der anderen Seite dann nicht rausgekommen bin? Wie viel Spielzeit ich schon habe? Warte mal, ich gucke schnell auf YouTube, weil ich lade das ja dann da immer hoch. Ist natürlich nicht reine Spielzeit, sondern ziemlich viel Plapperzeit auch mit dabei. Aber wir können es ja dann ein bisschen korrigieren. Aber schon einige Stunden. Letztes Mal waren es 2 Stunden. Dann auch 4,5 plus 5, 9,5, dann noch 3, 19, was habe ich gesagt, 9,5, 10, 13 Stunden und von den 13 Stunden würde ich jetzt schon mindestens 3 abziehen fürs Quatschen, also 10 Stunden, so 19 Stunden. Eines deiner Lieblingsessen, gefüllte Paprika mit Reis und natürlich Gemüse. Das habe ich auch gerne. Bei uns ist da aber noch Gehacktes mit drin. War das bei dir nicht so? Bist du immer noch auf Diät, Victor? Hast du schon abgenommen? Er isst öfters die Mäuse. Ja, da war bestimmt eine mit dabei, die nicht mehr so gut war. Beim Speichern. Rumstehzeit, so kann man es auch nennen. Schwierigkeitsgrad, einfach. Ich spiele eigentlich immer auf einfach. Das mache ich euch zuliebe. Aber vielleicht, ich wollte dann noch einen Speedrun machen, wenn ich das erste Mal durch habe. Vielleicht würde ich es dann noch im Ehrenhausmodus spielen. Zeiger bewegen. Achso, das ist dann bestimmt das Rätsel von dem Wusa spricht. Da hat es noch einen Zettel. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Okay. Klingt jetzt für mich hier an dieser Stelle noch nicht so schwierig. Aber mal schauen. Oh, was kriegen wir hier noch raus? Wieder nur Maden? Nein, ein Dietrich. Aber das bitte wieder zumachen. Kannst du das bitte zumachen? Ich will mir das nicht immer anschauen müssen. Die ist leer. Spiegel wieder kaputt. Irgendwie sieht die jedes Mal ein bisschen lebloser aus, die alte Dame. Okay, und da kommen wir in den Abstellraum. Doch Hack und etwas Feta-Käse. Achso, eben. Ich dachte, das ist doch eigentlich so das typische Rezept. Speedrun ist super in dem Spiel. Wenn du es im Irrenhausmodus schaffst, dann bekommst du unendlich Muni. Das klingt super. Aber das brauche ich dann eigentlich ja nicht mehr. Echt jetzt? Bei dir hat es genau das Gleiche gegeben. Das ist ja mal ein Zufall. Eine Säge bekommst du auch noch. Der Rekord liegt bei 1 Stunde 30. Ja, das hat der Stefan schon erzählt. Also das kriege ich nie im Leben hin, wenn ich das vorher nicht noch 20 Mal durchspiele. Bist noch auf Diät, hast aber nur ein halbes Kilo weg. Den Rekord brechen. Das wäre mal was. Aber ich glaube, bevor ich so einen Rekord breche, passiert alles andere. Schatzfoto, oh. Jetzt habe ich es nicht ganz genau angeschaut. Irgendwas mit einer Baseballmütze. Ein Kopf mit Baseballmütze auf einem Gitter. Das Gitter sieht aus wie das hier. Aber da oben ist kein Kopf. Und auch ansonsten kann man hier nicht viel gerade aufnehmen. Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Eine sehr interessante Waffe. Kann man die jetzt mitnehmen? Oh, eine Zeichnung von einem Reh. Main House. Ah, das ist dann das Rätsel. Das zweite Rätsel.
Also Main House ist links. Ach so, das ist der Raum, wo der Hirsch drin ist und die Krähentür. Und im Raum von der Krähentür, da ist jetzt irgendwie was mit der Waffe wohl. Okay. Okay. An dem Regal vor der Oma war noch was, aber keine Ahnung. Oder du hast dich verguckt. Am Regal vor der Oma, echt? Ich gehe schnell gucken. Ah, das kann gut sein, da habe ich nicht so. Oh, danke, Vanessa. Das hat sogar mehrere Sachen, die sind mir nicht aufgefallen. Flintenmuni und Kraut roh, grün. Und hier das Bild kann man noch anschauen. Der erinnert mich ein bisschen an Tom Hanks. April 1980, Jack joins the Marines. Und ein Eiffelturm. Was ist denn das für ein Bild? Das sieht aus wie eine hängende Frau. Oder? Jemand hat Strümpfe am Baum zum Trocknen aufgehängt. Ich hoffe jetzt mal. Wäre zwar ein bisschen speziell, dass die so ausgefüllt aussehen. Madame mit Skull und der Erzengel Michael mit einer Frau im roten Kleid oder so. Du glaubst an mich. Und das war noch nicht das Rätsel, was du meintest. Ach so, okay. Ihr drückt mir die Daumen. Ihr seid wieder nett heute Abend. Das ist aber schön. Du würdest von 13 Stunden mindestens 10 abziehen. Ja, okay, vielleicht. Vielleicht müssten wir auch die Hälfte abziehen. In dem Raum ist noch ein wichtiger Hinweis für mich. Meinst du, das war der Daddy, der bei den Marines war? Die Omi nicht, lässt mich nicht durch. Was haben wir hier? Da ist wieder leer. They killed him. Creators Reed. Sudden Mystery. Ich finde das immer so gemein, wenn irgendwie in Filmen oder Spielen die Bücher so interessant aussehen oder klingen und man die aber nicht lesen kann. Ich habe zwar zu Hause selber noch genug Bücher, die ich nicht gelesen habe. Ich bin so eine Büchersammlerin. Ich habe bestimmt 50 Bücher im Regal, die ich alle gekauft habe, weil das Cover so spannend aussah. Und ich habe noch keins davon gelesen oder immer nur angefangen, weil ich nie Zeit habe, weil ich doch streamen muss. Also, ich muss einerseits schauen, was für Uhrzeit im Haus so überall ist und dann in den Krähenraum gehen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich den Krähenschlüssel mit dabei habe. Aber jetzt suche ich zuerst mal irgendwo eine Uhr. Hier zum Beispiel ist 21:15. Soll ich das gleich mal machen? Gleich mal die erste Uhrzeit übernehmen. Oh. 21:15. Aha, ich muss das halt jetzt einmal rumdrehen. Oh nein! Ach so, ich hätte auch zurück. Steht ja da eigentlich. Oh, jetzt ist aber was passiert. Ich habe was gehört. Irgendwas ist passiert. Habt ihr es auch gehört? Irgendwie so, wie wenn was aufgegangen wäre. Ich höre immer noch was. Kommt es von hier? Ah. Sie können jetzt mehr Objekte. Oh, ich kann mehr sammeln. Super. Aber das war bestimmt nicht. Da ist doch irgendein Mechanismus jetzt ausgelöst worden, nicht? Aber ich habe eben eigentlich gedacht, dass sich das Bett jetzt verschiebt und ich da unten rein kann. Das ist jetzt ja blöd. Jetzt weiß ich gar nicht, ob was passiert ist oder nicht. Oder ob das der Rucksack war, der jetzt da aufgetaucht ist. Macht zwar nicht so Sinn.
Naja, wahrscheinlich war es nicht. Bestimmt war es nur ein anderer Check. Aha. Ja, man muss eins und eins zusammenzählen. Check. Heißt der Daddy Check? Ich merke mir doch keinen Namen. Sandra, schau noch mal. Wo? Hier drinne? Hört ihr das? Ach so, ich glaube, das sind die Würmer, die ich höre. Aber was meinst du? Was sehe ich denn schon wieder nicht? Oder wo sehe ich es nicht? Ist hier drin was passiert? Nein. Aha, die Uhr soll ich anschauen. Da hinten liegt noch ein Buch. Aha! Ja, eben, sowas habe ich erwartet. Aber ich habe ja die richtige Uhrzeit eingestellt. Oh nee, in den Keller runter. Ich gehe jetzt aber schnell mal meine Waffen holen. Zur Sicherheit. Und speichern. Weil wenn da unten jetzt dann gleich wieder irgendwas passiert. Nee, nicht hier, hier durch. Mag ich nicht das alles hier nochmal machen. Weil so viel war es ja wahrscheinlich gar nicht. Es kommt mir nur so nach so viel vor. Wie so viel vor. So. Weil ich so viel gequatscht habe schon wieder. Hat sie die Uhrzeit falsch eingestellt? Nein! Frag sich, wie die nette Omi A nach B kommt mit dem Rollstuhl. Wie kommt sie die Treppen hoch? Ich glaube, da sind Flügel dran an dem Rollstuhl. Wir sehen das nur nicht. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Jetzt brauche ich aber, glaube ich, doch noch einen Schlüssel für. Aha. Schlangenschlüssel, Krähenschlüssel, nee, ist okay. Das nehme ich mit. Das kommt drüber und dafür nehme ich aber von dem. Das nehme ich wieder mit. Die Flinte nehme ich mit und tue aber die Attrappe weg. Dann. Karte behalte ich jetzt mal. Das kommt weg. Den Dietrich behalte ich auch. Was habe ich noch weggetan? Noch was Wichtiges? Psychotonikum könnte ich mitnehmen. Die Pistole. Die Muni. Oh ja, und das natürlich, das Video. Ganz wichtig. Aber ich glaube, das reicht. Dann habe ich noch drei Slots. Wobei die Schatzka das Schatzkarten-Schatzfoto, das könnte ich ja auch einfach nur mir nochmal gut einprägen. Ach, blöd. Ah, da war einfach ein Kopf drauf. Kopf mit Mütze auf dem Regal. So. Okay, speichern. Wichtigste. Speichern, speichern, speichern. Das überschreiben. Ja, möchte ich gerne. Eine Frage, Sandra. Wenn du im Real Life in den Keller gehst, holst du davor auch immer deine Waffen? Ich hab. Was? Wieso? Später. Ja, ist gut. Ich hab früher echt oft irgendwas mitgenommen, wenn ich in den Keller gegangen bin und auch immer so. Kennt ihr das, wenn ihr in einen dunklen Raum gehen sollt? Dann zuerst ganz vorsichtig ranschleichen und dann mit zitternder Hand um die Ecke fassen, zum Lichtschalter drücken und nochmal schnell wegrennen und schauen, ob wirklich niemand drin ist und erst dann reingehen. Ungefähr so ist das immer abgelaufen, wenn ich als Kind in den Keller musste. Ich habe echt ziemlich Angst gehabt, in den Keller zu gehen. Ist euch das auch so gegangen?
Sie hat immer eine Angel dabei. Oh ja, die imaginäre Angel ist immer und überall mit dabei. Den blauen Schlüssel, meinst du, soll ich den auch hier lassen? Gut, solange ich den roten nicht habe, bringt das ja eigentlich noch nichts. So. Ich glaube, wir gehen jetzt aber zuerst noch schnell in den Krähenraum, weil ich das so möchte. Warum rechtfertige ich mich eigentlich immer? So, da sollte jetzt irgendwie was mit der Waffe sein. Also zumindest, wenn ich die Anleitungskarte richtig gelesen habe. Die habe ich jetzt natürlich nicht mit dabei. Mach mal zu. Vielleicht sieht man dann mehr, wenn die. Oh! Wenn die Tür zu ist. Jetzt ist sie einfach nach außen auf, oder? Ja. Aber das war schon der Raum. Seltsam. Da oben ist auch nichts. Außer vertrocknetes Kraut grün. Victor geht's teilweise immer noch so. Zombie hatte als Kind ständig denselben Albtraum vom Keller. Ja, Albträume vom Keller, das habe ich auch heute noch. Was ist denn in dem Traum, 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 Traum passiert, Zombie, wenn du das erzählen magst? Dann gehen wir jetzt wieder hoch. Oder gehen wir noch raus, weil ich ein Video gefunden habe. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal anschauen. Haben wir das schon gelesen? Ich glaube nicht. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde, eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reist. Von Miss Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen. Ah, doch, 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 doch. Wusa hat nur einen Dachboden. Ah, aber das kann ja auch ganz gruselig sein, so ein Dachboden. Türen, die nach innen und außen aufgehen, voll unrealistisch. Das sind halt so wie in den Cowboy-Filmen, die Salontüren. Wusa sagt, geh erst noch hoch, okay? Auch wenn ich Wusa nicht mehr wirklich vertraue, nach den vielen Malen, die er mich schon versucht hat reinzulegen, tue ich es jetzt trotzdem. Soll ich denn jetzt da schon runtergehen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich wollte eigentlich zuerst das Video anschauen. Da ist immer jemand hochgekommen, der dich in einen Sack stecken wollte. Bist dann in ein bodenloses schwarzes Loch gefallen. Oje, diese Träume vom Fallen, das ist auch was Übles. Und kurz bevor man knallt. Nein. Ja, genau. Super. Und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Danke, Wusa. Du willst nur mein Bestes. Ich sehe das. Aber Zombie findet auch runter. Wenn Zombie das auch findet, dem Zombie vertraue ich. Bin ich der Einzige oder kennt ihr das auch beim Schlafengehen, dass ihr euch immer mit der Decke voll zudecken müsst? Ich habe immer Angst, wenn ein Bein ra. Ja. Oh ja. Das kenne ich sehr gut. Wobei es auch so ist,
wenn ich dann ganz zugedeckt bin, wird mir viel zu schnell heiß und dann muss ich dann doch wieder ein Bein raustun. Am schlimmsten ist eigentlich, wenn man ein Bein über den Bettrand hängen lässt. Das ist nach wie vor dieses ungute Gefühl, dass da dann irgendein Monster zupackt. Na toll, was ist aus uns geworden, Sandra? Früher hast du mir noch vertraut und heute machst du das Gegenteil. Das hat seine Gründe, Wusa. Das hat seine Gründe. Du hast mich genug oft schon in April geschickt. Und sowas, ich habe ein Elefantengedächtnis. Das bleibt für immer. Sagen wir, wenn du mich genug oft, so oft wie du mich schon reingelegt hast, wieder nicht reinlegst, dann vertraue ich dir wieder. Überall hängen hier diese Pferdegedärme und Gebeine. Das war ja schon... Ah! Ich hab die Karte. Jetzt kann ich ins andere Haus rein, oder? Also zuerst schaue ich mich natürlich hier schon noch um, weil es ja hier so viel Schönes zu entdecken gibt. Und... es auch überhaupt nicht gefährlich ist und man sich mit ganz viel anstecken könnte. Intrigiert. Ja, dann mach auf. Will ich da jetzt wirklich rein? Ein Zombie hat das nicht. Bei dir muss nur der Oberkörper bedeckt sein. Mach's nicht, wenn die Brust frei ist. Fühlt sich... Ah, du magst's nicht wahrscheinlich, soll das heißen. Ah, ja, magst. Magst nicht, wenn die Brust frei ist, fühlt sich beklemmt an. Echt? Jetzt bei mir wäre das genau umgekehrt. Dafür reicht die Zeit nicht. Ja, nicht jetzt in dem Spiel, allgemein. Vanessa hat auch, wenn nur ein Bein draußen ist, in der Mitte vom Bett. So, also, weiter, hier rein. Aha, aber das ist jetzt einfach, ach so, das ist die Tür, die vorher verriegelt war. Ja, okay. Oh nein, da kommen, glaube ich, Viecher. Wo habe ich meine Schrotflinte? Habe ich die überhaupt dabei? Ja. Oh, nein. Nicht nervös werden. Ganz ruhig. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück, wenn ich dann herausfinde, wo ich hergekommen bin. Oh mein Gott. Ich habe ja eigentlich geahnt, dass was kommt. Und doch habe ich nicht so richtig damit gerechnet. Oh, der ist jetzt aber schnell kaputt gegangen. Oh, nein, nicht noch einer. Ich wollte dem eben eigentlich schön in den Kopf schießen. Nein. Kannst du da? Oi. Wo ist er? Jetzt steht der wieder auf. Oder ist das derselbe? Oder noch einer? Ei. Kommen jetzt zwei? Nein, ah doch. Könnte ich die mit einem Doppel-Headshot erwischen? Ah, ich bin gefangen. Nein, ich bin nicht gefangen. Kann ich nicht einfach wieder raus? Sag mir nicht, dass die verriegelt ist. Nein, ist sie nicht. Wo geht's raus? Da bin ich hergekommen. So. Ach so, nein. Aber da ist ja oben zu. Ach so, und jetzt kommen die bestimmt hier hoch. Ich habe manchmal denselben Traum. Ich bin im Wald, der brennt und du bist gefesselt. Das ist aber auch kein schönes Traummotiv. Fabi. Nackt, Schrot, Flinte, regelt. Was? Es ist so dunkel. Oh nein.
hat das gereicht. Ich glaube, ich habe dem direkt die Hand zerfetzt. Aber seid ihr jetzt tot? Bist du auch tot? Soll ich nochmal auf dich schießen? Oder besser mit dem Messer nochmal ein bisschen nachprüfen, ob da auch alles wirklich... Ja, ich glaube, das ist schon gut. Also, was wollte ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder aus dem Konzept. Wo wollte ich hin? Ich will eigentlich einfach hier raus, aber ich komme nicht raus, weil das Bett verschoben ist. Und ich irgendwie auch die Orientierung ein bisschen verloren habe hier unten. Ach so, aber dafür habe ich hier eigentlich die Karte. Also Moment. Da geht's nur noch tiefer rein ins Loch. Oh. Ah, ja, jetzt aber. Da hoch und dann komme ich doch, glaube ich, da auf der anderen Seite raus. Ich lese gleich wieder, ich glaube, Stefan ist noch dazu gekommen. Da, so. Und jetzt bin ich immer noch irgendwo unten. Bin ich jetzt einmal rundherum gelaufen? Hier war ich doch auch schon. Sobald mein Puls ein bisschen angestiegen ist, ja, jetzt bin ich einmal rundherum. Ich muss mich jetzt irgendwo hinstellen und überlegen. Sonst wird das nix. So, Victor schreibt, er schreckt sich nicht vom Spiel, sondern von meinem Geschrei. Wuse hat mir was bei Snap geschickt. Ich schaue mir das dann nachher an, Wuse. 3 Schuss ist echt viel. Du bist dran vorbeigelaufen, wo es nach oben geht. Nein, echt? Ich tue mich nachher konzentrieren. Hallo Stefan, guten Abend. Wir sind doch keine Sekte. Wir stehen zwar für freie Liebe für alle und sowas. Wir sind Hippies, Stream-Hippies, aber keine Sekte. Sekte ist immer negativ, zumindest assoziiert man was Negatives. Wenn Fabi Nackmann mit seiner Flinte um die Häuser zieht, haben alle kaum eine Angst. Gamer Freak Passi, hallo, guten Abend. Schön, hast du zu uns gefunden und herzlich willkommen. Oh Gott, du hast vielleicht gute Orientierung. Der Killer müsstest du inzwischen auswendig kennen. Also, lasst mich mal schnell schauen. Also, ich muss jetzt eigentlich da wieder raus, wo der Speicherraum ist, oder? Oder kann man ja noch aufmachen? Und da kann man auch aufmachen. Warum habe ich denn das vorhin nicht gemacht? Oder konnte man das erst jetzt öffnen? So, und sonst ist aber hier nichts mehr zum Aufmachen, oder? Ich weiß aber nicht, wenn ich jetzt da rausgehe und dann durch den Gang. Ist das denn da hinten? Nein. In dem Fall so? Nein. Warte. Nein. Jetzt bin ich sehr ver... Aha, so. Da rein. Aha, nein, da geht's. Oh Mann, warte. So, und jetzt? Ja, so, den Weg habe ich gesucht. Und dann sollte doch da die Treppe kommen nachher. Wo es wieder hochgeht. Hier. Ich hab's doch geschafft. Gleich nochmal speichern. Ja, möchte ich nach wie vor. Stefan dachte, wir sind eine Sekte, wir führen der Göttin und sind alle nett zueinander. Ja gut, wenn wir das so anschauen können, oder... Ja, doch, dann können wir das schon so betiteln.
Was opfern wir heute? Du bist ein Marketingmanager einer Sekte. Wir opfern. Nein, das sage ich jetzt nicht. Unsere heutige Opfergabe sind die kalten Kartoffeln unserer Göttin. Ich habe noch eine übrig. Nee, vier. Aber ich lasse am Schluss eine übrig. Die können wir dann am Ende des Streams opfern. Ist ja sogar Gemüse. Sagt mal, wie seht ihr das? Kartoffeln. Ist das jetzt Gemüse? Weil meiner Meinung nach eigentlich nicht. Eigentlich ist das ja eine Sättigungsbeilage. Weil mir hat kürzlich jemand gesagt, dass er echt ernsthaft denkt, wenn er Pommes isst, dass er Gemüse isst. Ich verstehe das ja irgendwo schon, dass man Kartoffeln zu Gemüse zählt, aber die haben ja auch so viele Kohlenhydrate, was für Gemüse eher ungewöhnlich ist. Was sagt ihr dazu? Die Diskussion ist eröffnet. Jetzt kann ich das Video anschauen. Aha, das ich aufgesammelt habe, meinst du? Ich muss jetzt deinen Snap anschauen. Ich bin jetzt zu neugierig, was du mir geschickt hast. Ja, Sandra hat kalte Kartoffeln. Ganz leckere sogar. Willst du eine, Stefan? Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Die Karte nehme ich gleich noch mit. So, und dann das Video. Habe ich das Video mit dabei? Ja. Gut, und gespeichert habe ich, ja. Zum zweiten Mal. Dann tun wir jetzt noch Video gucken und dann hören wir wahrscheinlich schon bald wieder auf für heute. Oh, nein, zuerst müssen wir noch mit der Zoe sprechen. Wo ist das Telefon? Wo ist denn das Telefon? Ah, da. Pommes zählt als Fast Food. Und Fast Food ist dann kein Gemüse. Wobei Fast Food heißt ja einfach nur, dass man es schnell essen kann. Es heißt nicht, dass es kein Gemüse sein kann. Lass mich mit Mia sprechen. Okay. Also Party gibt's heute Abend wohl nicht mehr. Wusa sagt, es ist ein Gemüse. Eine Wurzel oder Knolle. Ja. Ist das dann ein bisschen so wie Petersilienwurzel und sowas. Aber das zählt ja eigentlich doch noch als Gemüse. Nicht? Habe ich eben gemeint. Essen. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Schlussendlich ist alles Essen. Nee, schlussendlich ist alles Ausscheidungsprodukt oder Körperfett. Kartoffeln nimmst du immer. Stimmt, du magst ja auch so gerne, ne? Ja, also hier ist gleich... Oh, bei Hub gibt's Rösti. Das ist auch lecker. Kennt ihr das in Deutschland auch? Rösti? Rösti. So, unter dem Namen Rösti? Röstkartoffeln. Oh! Jetzt muss ich da gucken, was hat mir der Wusa denn geschickt? Ein Bild? Oh, ich muss das gerade screenshotten. Jetzt konnte ich nicht anschauen. Ich guck's dann doch nachher an. Kartoffel ist Gemüse. Wenn ich also einen Hamburger esse, wo ein Salatblatt dazwischen ist, isst du Gemüse? Ja, theoretisch schon. Können wir nicht alle einfach Katzenzungen essen? Hätte ich auch da. Ein Apfel kann doch auch Fastfood sein. Genau. Gibt's doch auch im McDonald's diese Apfelschnitze, weil sie auch so ein paar gesunde Sachen noch einführen mussten. So, also. Sorry, wenn ich heute den ganzen Stream durch immer so rumschmatze. Ich finde das eigentlich nicht so angenehm. Ah! Ah! Oh Gott, mach ich meine... Aber ihr seht so langsam, wie ich esse.
hätte das heute mit dem Stream sonst nicht mehr geklappt. Da ist noch einer. Noch einer. Jetzt gehe ich aber ganz schnell rein. Ich glaube, da kommt nämlich noch mal ein dritter. Na, ist alles gut. Aber ich glaube, mir geht's nicht so gut. Ach so, ich hätte ja auch hier speichern können. Aha, ich habe das... habe ich das andere, das nicht so starke Erste-Hilfe-Zeugs schon genommen. Es geht mir ja nicht so schlecht, oder? Wie mache ich das schon wieder? So. Oh doch, gelb. Dann nehme ich mal so eins. Apfel bei McDonald's mit Bratfett obendrauf, oder was? Sie meint... nicht Apfeltaschen. Es gibt echt so Apfelsticks oder sowas. Gibt's das bei euch vielleicht nicht? Hey, das habe ich nicht gewusst. Aber McDonald's ist ja je nach Land doch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Obwohl sie immer sagen, die Produkte seien so gleich. Aber ich war in Norddeutschland ja vor 2 Wochen. Und bin da in McDonald's rein und habe gefragt, ob ich einen Eistee haben kann. Und dann hat die mich angeschaut und hat gefragt, was ist das? Und ich habe gedacht, die macht einen Witz. Und dann habe ich nochmal gesagt, ja, also Herr Alt, gerne einen Eistee, Zitrone oder Pfirsich. Und dann hat sie gesagt, sowas gibt es hier nicht. Und dann war ich noch in einem Restaurant, also es war auf Sylt. Und dann habe ich da auch einen Eistee bestellt und dann guckt er mich an und fragt, was für einen Tee? Und ich sage, ja, einen Eistee. Die kennen das da anscheinend nicht. Ich glaube nicht, dass die mich beide verarschen wollten. Aber ihr kennt schon Eistee, oder? Das gibt's in Deutschland schon auch. Nee, ich konnte ja dann sogar am Kiosk. Also sagt ihr dem dann Nestie, oder? Bei euch gibt's nur Apfel- und Kirschtaschen beim Mac als Obst. Oder waren es Karottenstangen? Irgend sowas gibt's bei uns, irgendwas Gesundes. Die wussten direkt, dass ich nicht von hier bin. Und wie? Ich habe mir auch immer ganz viel Mühe gegeben mit meinem Hochdeutsch, aber die... Irgendwie haben die das immer erkannt, dass ich eine Schweizerin bin. Man hört das anscheinend schon sehr stark noch. In Indien gibt es kein Rindfleisch. Ja, genau. Die machen da keine Rindfleischburger. Du sagst auch Eistee dazu. Da bin ich aber noch froh. Aber es kann ja nicht sein, dass das war unabhängig voneinander. Dass der eine nicht wusste, was Eistee sein soll und die auch im McDonald's. Im McDonald's kriegt man doch Eistee. Ich krieg da jederzeit bei uns in der Schweiz Eistee. Und die hat echt gesagt, das hätte es bei denen noch nie gegeben. Ich habe dann auch oben auf der Liste geschaut, wo die Getränke aufgeführt sind. Da war auch kein Eistee drauf. Man sagt auch Eistee, aber das gibt's nicht bei Mac. Also bei uns gibt's das im McDonald's. Nehme ich nämlich jedes Wochenende einen Eistee. Aber vielleicht hätte ich echt Nestie sagen müssen. Vielleicht hätte die das dann verstanden. Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? Testing area. Can't see Chavis. Oh, da sitzt jemand am Tisch. Hast du das gesehen? Da sitzt jemand. Kann ich... Ah ja, ich kann steuern. Ah, okay, das... ist das die Oma? Oh mein Gott, was hat der auf dem Kopf? Was ist das überhaupt für ein
Ist das eine Holzfigur? Sieht fast so aus. Soll ich jetzt die Kerze nehmen? Der greift mich doch an, sobald ich den anfasse. Oh, ihr habt noch was zum Eistee geschrieben. Ja, man sagt Eistee, aber den gibt's nicht. Das wäre Zombie auch neu. Das ist bei Mac. Echt? Das gibt's bei euch nicht? McDonald's. Komisch. Stefan ist offline. Alles klar. Gute Nacht, Stefan. Schlaf gut und träum was Schönes. Und einen guten Wochenstart morgen. Offline ist ein böses Wort. Das stimmt. Das ist sogar ein richtig böses Wort. Scheiß Arbeit. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Bin ganz aufgeregt. Geppetto? Ja, also Pinocchio ist es nicht, aber Geppetto? Was hat der vor allem da in der Magengegend für ein komisches Dingens? Wie so ein Riesenamulett oder sowas. Vanessa, tut ihr Knabberzeug weg. Ah, das ging aber ganz schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Oh, das ist schön gemacht. Guck mal, die Grafik von der Kerze. Das ist gut. Sehr schön gemacht. Okay. Ich habe ein wenig Angst, dass hier etwas fürchterlich Grauenhaftes passieren könnte. Jetzt müsste ich ja eigentlich die abfackeln können, hier die Schnüre. Oder wenn ich die Kerze nah genug an die Ballons ranhalte, müssten die eigentlich platzen. Aber das geht hingegen wieder nicht. Einer ist schon kaputt. Das ist der neue Style 2017. Diese epische Kerze. Macht ihr euch lustig über mich? Ich hab doch nur Freude. Die ist echt schön gemacht. Also zumindest das Licht. Es sieht doch so, sieht richtig gut aus. Sogar Wachs tropft ab und zu nach unten. Oder zumindest sehe ich das so. Ich freue mich halt ab den kleinen Dingen im Leben. So lebt es sich leichter, wenn man sich auch ab den kleinen Dingen... kann ich hier zündeln? Ich habe heute Nacht geträumt, also ein paar ganz schlimme Dinge, und dann habe ich unter anderem auch geträumt, ich hätte ein Feuer gemacht und die Vorhänge in Brand gesetzt. Sollen wir nachher wieder nachschauen, was das bedeutet, wenn man nachts im Traum Vorhänge in Brand setzt? Bestimmt nichts Gutes. Oh, ist das ausströmendes Gas? Oder soll ich da mal schön mit der Kerze vorne dran? Ich glaube, ich sollte mich hier nicht allzu lange mit offenem Feuer aufhalten. Ich habe immer das Gefühl, ich übersehe was. Hier wurde auch eine Party gefeiert. Bei einer Geburtstagsparty passiert doch nichts Schreckliches. Ach so, wir sind ja auf einer Geburtstagsparty. Ach so, Ballons. Ich habe eben gemeint, ich müsste die Zugangskarten benutzen, um zur Party zu kommen. Ach so, wir sind ja jetzt in einem Video drin. Also, ja, doch, wir sind im Video. Oh. 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 Ja, Geburtstagswochen. Ich will wirklich damit endlich aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schlafvollen Tod sterben. Ich weiß, die Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich. Also reinstecken geht schon. Aber sie brennt nicht. Was steht denn da drauf? Happy fucking birthday, got a light. Also da muss ich die jetzt zuerst irgendwo anzünden, aber woran? Aufziehschlüssel? Aha, jetzt habe ich den abgenommen. Oh nee. Was ist das? Kann ich jetzt da die Kerze? Es lässt sich nicht stopfen. Stopf doch die Kerze rein. Es wird immer mehr. Was haben wir hier noch? Das ist das Geschenk. Und jetzt muss ich da einen Code eingeben. Ja, woher soll ich denn wissen, wie der Code lautet? Puh, Fragen über Fragen. Ist da vielleicht irgendwo ein Hinweis an der Decke oder so?
Oder das, ach, das breitet sich aus. Ich glaube, das ist nicht gut. Hier hat es auch überall schwarz. Und überall Ballons. Aha, hier bin ich hergekommen. Aber, ah, jetzt kann ich da was machen. Ah, Flamme, 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 Flamme. Und jetzt spielst du mit der Kerze kein gutes Zeichen. Das meint der Typ mit Party, diesen Spruch. Werde ich auch auf meiner Torte. Wann hast denn du Geburtstag, Victor? Ach so, aber ich komme da ja... Jedes Mal, wenn ich da durchgehe, kommt das Wasser runter. Sehe ich das richtig? Auch wenn ich renne? Ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Ist das... Ich brauche... Wenn ich die Kerze hier dran... Was, das würde nichts nützen. Also ich muss die Kerze... Aha, da geht's noch weiter. Aber... Mit dem Aufziehschlüssel lässt sich nicht durchtrennen. Aha. Das sieht aus wie... diese Bildschirme, wo die im Spital die Röntgenbilder dranhängen. Okay, wie kriege ich die Kerze durch den Durchgang, wenn da immer Wasser... Ich muss das Wasser abstellen. Aber... Das ist ein schattenabhängiges, schattenaktiviertes Wasser. Das ist das Rätsel, was du meintest. Oh. Oh nein, 5. Februar. Habe ich deinen Geburtstag verpasst? Das tut mir jetzt aber leid. Oder haben wir uns gehört? Habe ich ihn verpasst? Also wenn ich ihn verpasst habe, dann nachträglich noch alles Gutes. Alles Gutes. Ey, alles Gutes, Victor. Ich hoffe, es läuft gut mit deiner Gangster-Gang. Nein, das tut mir jetzt aber leid, wenn es denn so ist. Ah, der Wuser hatte ja auch... Am 8. Februar hattest du, oder? Falsch. Also ich zünd die jetzt nochmal an. Aber... Episches Kerzenlicht, das ich nicht durchbringe. Wie stelle ich das ab? Oder wie bringe ich die Kerze durch? Da ist ja auch noch ein Raum. Da hinten, ah, Herr, hier. Ich muss da drehen. Okay, gut. Ich muss da rein. Kann ich denn das nicht mit der Kerze? Ja, doch. Ah, durch, ah. Ah. Oh. Kann ich da einfach durchgehen? Hey, ich kann doch noch Ballons zerplatzen. Kann ich mich... Jetzt mache ich die alle weg. Tick, 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 tick. Das ist wie Popcorn in groß. Oh, sowas würde ich gerne mal in echt machen. Ich glaube, an meinem nächsten oder an meinem 30. Geburtstag mache ich das. Da wünsche ich mir ein Haus voller Ballons, die ich dann mit einer Kerze zerplatzen gehe. Am Schluss brauche ich die. Ah nee, vielleicht ist da ja auch irgendwo was drin. Genau, in einem der Ballons ist dann das Geschenk drin. Muss einfach was Feuerfestes sein. Schmuck. Schmuck ist immer feuerfest. Nein, nicht immer. Eigentlich gar nicht. Oh, da war was. Da, Ballon. Ich habe einen Ballon gefunden. Ich habe einen Ballon gefunden. Und er trägt einen... Amen. Danke, für meine Tagegeburt. Es gibt doch auch in Real Life solche Räume mit ähnlichen Rätseln. Ja, wie nennt sich das? Warte mal. Das kam bei Big Bang Theory vor und eine Freundin von mir hat das kürzlich auch gemacht. Mit so einer Gruppe. Wie heißt jetzt das? Das hat doch so einen bestimmten... Oh. Wie heißt jetzt das? Habe ich sie jetzt dann eigentlich alle? Die letzten sind hartnäckig.
halten sich hartnäckig. Wie heißt das? Irgendwas mit Mystery, oder? Wenn es mir einfällt, dann sage ich es euch. Ja, natürlich seid ihr eingeladen. Jeder von euch, oder sagen wir so, jeder, der einen Ballon mitbringt, ist eingeladen. Und je kreativer, happy der Ballon ist, desto lieber lade ich euch ein. Wo gibt's die denn? Was hast du? Ah, der Wusser hat das schon gemacht. Escape Room, ja genau, Escape Room. Ja, und woher kriege ich jetzt das Passwort wieder? Oh, so viele Rätsel, so viele Fragen. Und wir haben schon wieder 9:10 und ich wollte 9 aufhören. Aber jetzt kann ich nicht aufhören. Wie könnte das Passwort? Das Passwort lautet Party. Aber er gibt gar nichts ein, weil ich es noch nicht gefunden habe. Aber Party würde theoretisch... sind ja 5 Buchstaben Happy. Happy Party? Es würde funktionieren. Du kommst nur, wenn du auch übernachten darfst. Der Zombie möchte gerne eine Pyjama-Party. Ach so, was mache ich denn? Ja, der Zombie darf schon übernachten. Also sagen wir es so, wenn der Jubik einverstanden ist, dann darfst du auch übernachten. Ach so, da bin ich ja noch gar nicht reingegangen. Nee, so war das nicht gedacht. Nein, ich will da nicht reinfassen, eigentlich. Oh, jetzt zeigen die das auch noch so. Oh, ist das eine wasserfest... Ah nein, ein verschmutztes Fernrohr. Okay. Ich habe jetzt einen ölverschmierten Aufziehschlüssel, einen nicht aufgeblasenen Gummiballon und ein verschmutztes Fernrohr scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Das heißt, das muss ich putzen und den muss ich aufblasen und... Okay. Ich schau mal noch schnell, was es sonst hier noch so hat. Ich habe ja auch immer noch das Problem, dass da im Raum was ausläuft und hier, wo Wasser kommen sollte... kommt keins. Das ist ein großes Rätsel. Aha, jetzt kann ich da noch was machen. Also wenn ich mache gute Ballon, dann darf ich kommen. Ich mache den gutesten Ballon. Was schwebt dir denn da vor? Was hast du für eine Idee, Victor? Du kommst dann direkt mit einem Heißluftballon. Das ist schwer zu toppen. Also bis jetzt ist Wusa sehr, sehr gut im Rennen. Aufblasen würde ich ihn im Gasleck. Ja, das hatte ich schon vor. Aber die Frage ist jetzt, ein Finger fehlt. Nee, ich mag jetzt, da in der Mitte ist ja auch noch was. Aha. Soll ich da mal... Ah! Oh! Das ist echt so eine Geppetto-Puppe. Und da bei dem Ding kann ich auch was machen? Nein. Oi. Ob man Tipps geben kann, wenn man welche hat? Momentan gerade noch nicht. Weil ich gerne noch kurz alles ausprobieren möchte. Ich habe selber noch 2-3 Ideen. Aber sobald ich nicht mehr weiter weiß, dürft ihr dann noch geben. Wobei ich eben, wie gesagt, jetzt dann wahrscheinlich auch gleich aufhöre. Ich werde aber jetzt noch das mit dem Ballon machen, weil das hatte ich selber schon vor. Den da... Oh! Guckt mal, das ist auch ein spezieller Ballon.
Also sowas möchte ich dann bitte nicht an meinem Geburtstag. Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Ist das ein Giftpfeil? Nee, ein Federhalter. Und dass mir der jetzt in den Bauch reingeschossen wurde, ist nebensächlich, oder wie? Also, jetzt muss ich schnell schauen. Ich wollte noch. Was wollte ich noch? Was habe ich da noch? Ich habe jetzt noch einen Federhalter. Das sieht nach einer billigen Nachbildung aus. Und das Fernrohr. Ich gehe jetzt mal nochmal in den Raum, wo das Zeug ausläuft. Ist das, was ist das denn? Das sieht nicht aus wie Wasser. Es lässt sich nicht stopfen. Warum sollte ich es denn überhaupt stopfen wollen? Kann ich das benutzen? Nein. Eine brennende. Ach so, aha! Ich. Nein. Nix, aha. Da habe ich ja auch immer noch ein Rätsel offen. So viele Rätsel. Soll ich einfach mal was eingeben? Was würde denn Sinn machen? Also da haben wir Skorpion, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, Spritze, keine Ahnung. Und der Tod, eine Hantel, ein Embryo und wieder Skorpion. Ah, Laterne, Tod, alles das Gleiche. Okay, aber wie? Ich muss ja zuerst mal irgendeinen Hinweis kriegen. Ich kann mich ja da nicht durchprobieren. Also. Ich würde sagen, Vanessa, du hast ja gefragt, Tipps geben, einfach auch, weil ich das Rätsel eigentlich gerne lösen möchte und dann aufhören und nicht jetzt schon hier wieder speichern und aufhören. Tipps geben dürft ihr einfach nicht spoilern und einfach sagen, das und das musst du machen, aber Tipps geben. Ich glaube, Wusa hat da schon was geschrieben. Aha, nee, da ist noch Muffis. Bauch oder tiefer. Aber wenn es noch tiefer als Bauch gewesen wäre, ich glaube, dann würde der Typ nicht mehr stehen. Du machst große, große Ballon mit Brezel drin und die Brezeltun tragen Anzug und okay, also Victor, du kriegst eine Spezialeinladung. Ganz klar. So viel Kreativität. Du kriegst noch eine Einladung für deine Freundin oder einfach eine zweite. Wenn du dann mitnehmen magst, kannst du entscheiden. Ist ziemlich anstrengend, im Gangster-Slang zu schreiben. Schau dir doch mal die Gegenstände an und überleg, wie du sie benutzen könntest, beziehungsweise wie sie funktionieren können. Hat sich schon erledigt, du hattest die Idee mit dem Ballon. Ach so. Passwort ist keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Spritze? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Spritze, keine Ahnung. Tipp, wie kann man das Fernglas sauber bekommen? Man putzt es. Und putzen kann man es... am Lavabo... Aber das Lavabo funktioniert nicht. Also da kommt kein Wasser raus. Das heißt, ich müsste zuerst... Absetzen. Ich müsste das zuerst reinigen. Muss ich denn hier vielleicht was reparieren? Wie oder wo kann ich das noch reinigen? Überm Feuer bestimmt nicht. Ah, hat's hier vielleicht eine Möglichkeit? Ach so, da kommt Wasser raus. Also, ich tu das. Ich tu das so dahin. Nehm's in die Hand, indem ich so. Wieso geht das jetzt nicht? Ist doch unten. Muss ich es da hinsetzen, wo die Kerze ist? Ich mag jetzt...
Wieso kann ich das nicht auswählen? Ich möchte jetzt gerne das Fernglas in die Hand nehmen. Oder ich gehe dahin und nehme es dann benutzen. Ah, ja. So, okay, gut. Das ist schon mal sauber. Das ist doch gut. Scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Ja, ich hab's ja rausgekriegt, Fusa. Danke, Monthies. Es hat geklappt. Ich bin noch von selber draufgekommen. Ist doch klar, wer deine Begleitung ist? Dein guter Freund Adi Dassler. Also dann freue ich mich schon sehr darauf, dich, Viktor, und Adi Dassler, unseren Lieblingsadler, an meinem 30. Geburtstag in 10 Jahren zu begrüßen. So, ich mag eigentlich gar nicht aufhören streamen, aber ich sollte jetzt dann echt. Wir haben jetzt das Fernglas. Ich muss jetzt schnell googeln, was ist denn ein Polarisationsfilter? Oder doch, so heißt das Ding, oder? Polarisationsfilter ist, Wikipedia sagt dazu, ist ein Polarisator für Licht, der auf Dichroismus beruht, also komplementär polarisiertes Licht absorbiert, statt es wie polarisierende Strahlteiler zu reflektieren. Dadurch eignet es sich, Lichtstrahlen, die in die falsche Ebene schwingen, zu unterdrücken. Also, dies wird in der Fotografie unter anderem dazu verwendet, unerwünschte Spiegelungen auf nicht metallischen Oberflächen zu unterdrücken oder hervorzuheben. Es ist auch möglich, Polarisationsfilter direkt bei einer Lichtquelle einzusetzen und dadurch. Okay. Das hat jetzt noch nicht so viel gebracht. Aber versuchen kann man es ja mal. Mach mal das Video zu Ende. Ja, das versuche ich eigentlich. Du hast ganz am Anfang schon die Lösung für das Fernrohr gesagt. Geh mal durch die Räume mit dem Fernrohr. Okay. Wie tue ich denn das jetzt wieder? Ah, benutzen. Wo bin ich? Sehe ich vielleicht irgendwie was wegen... Ah, vielleicht finde ich das Passwort irgendwo, wenn ich mit dem durch die Gegend laufe. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, wenn ja, wo? So, hier bin ich ja reingekommen. Das heißt, ich fange ganz von vorne an. Da ist nichts. Außer fliegen. Und mein Schatten? Ich muss wahrscheinlich zu einer Lichtquelle. Da wäre ja Licht gewesen. Oder hier, da ist auch eine Lichtquelle. Nee, ich nehme mal an, wenn... Aha, oder da? Ah, okay. Das ist ein hängendes Kind oder die hängen einfach ein hängendes Ding. Dann das ein Grabstein mit Krähe drauf und Embryo. Also, hängende Frau, Grabstein, Embryo. Super. Das hast du gemeint, dass ich die Lösung eigentlich schon fast hatte. Wo ist jetzt das? Hier. So. Also. Zuerst hängende Frau, dann Grabstein mit Krähe drauf und dann der Embryo. So. Ha! So, jetzt habe ich eine Strohpuppe gekriegt. Super. Was mache ich mit einer Strohpuppe? Kann ich das wieder zumachen? Was steht denn da? Die Puppe fühlt sich hart an. Die hat irgendwie ein komisches, aufgeklebtes Gesicht.
mache ich denn jetzt mit der wieder? Die könnte ich auch anzünden. Oder muss ich die vielleicht dem Typ vorne irgendwie geben? Und was mache ich mit dem Federhalter? Es ist eine billige Nachbildung. Also hier muss ganz bestimmt noch was. Soll ich... Er kann ihn nicht richtig halten, weil ihm fehlt ein Finger. Kann ich die Puppe... Nein, passt nicht. Ich brauche einen Finger. Aha, aber ich könnte den Füllfederhalter da reinmachen in das Dingens. Das sieht doch aus wie für einen Füllfederdings gemacht. Brauche ich da vielleicht noch... Gibt's noch mehr zu finden? Was mache ich mit einer harten Strohpuppe? Was schreibt der Viktor? Er ist aber nur norwegischen Lachs, direkt aus dem Meer gefischt, aber du hast ja eine Angel. Sollte dir keine Umstände bereit machen. Nee, ich werde dann schön eine Woche, bevor du und der Adi Dassler vorbeikommen, gehe ich extra schnell hoch nach Norwegen, in die Lofoten. Da kann man ganz schön Polarlicht sehen, habe ich gehört. Und während ich auf das Polarlicht warte, werfe ich meine Angel aus und fische frischen Lachs für deinen Adler. Ist dir eben etwas bei Geppetto aufgefallen? Genau. Kümmer dich erstmal um die Puppe. Warum machst du mit der Puppe nicht das, was du gesagt hast? Was? Anzünden? Ich mag die nicht kaputt machen. Kann ich die dahin tun und dann... Aha. Benutzen. Nee, was habe ich noch gesagt? Ich habe gesagt, die Puppe anzünden oder ihm geben. Aber ihm geben kann ich die auch nicht, oder? Weil er kann die ja nicht... Passt nicht. Also geben kann ich sie ihm nicht. Anzünden kann ich sie... Ah, doch. Geht. Ah, ein Puppenfinger ist da drin. Danke, Zombie. So. Es geht weiter. Jetzt können wir da den Füllfederhalter rein tun. Und jetzt drehen wir nochmal. Ah, und dann schreibt er uns bestimmt das Lösungswort, mit dem wir dann den Ding aufmachen können. Loser. Dankeschön. Er hat mich einfach geritzt. Ich habe das schon gesehen. So gut kann ich dann schon mitverfolgen, was mir in den Arm geritzt wird. Burn it. Ja, ich weiß jetzt aber, was das... Danke. So. Loser. You're such a loser. Steht das jetzt für immer auf meinem Arm? Wieso tut er sich den nicht anschauen? Das war doch hier. Komisch. Komisch. So, genau, das wollte ich ja. Handrad. Ach so, das ist nicht zum da drehen. Aber das kann ich jetzt einsetzen. Und zwar, wo war das? Hier? Nee. Da. So. Und jetzt die Kerze anzünden gehen, die brennende Kerze in die Torte stecken und dann ist Daddy zufrieden und lässt mich weiterspielen. Ist wie ein Tattoo. Echt jetzt?
Für immer und ewig gebrandmarkt als Loser. Oh oh. Immerhin wird gesungen. An meinem Geburtstag hat niemand gesungen. Doch, die haben auch gesungen, stimmt. Ja, Wusa, bist du stolz auf mich? Es hat zwar wieder eine Weile gedauert, aber mit eurer Hilfe hat's geklappt. I'm burning. Ach so, oh, ich glaube, ich sollte was machen. Habe ich noch was? Ich kämpfe mit dem Polarisationsfilter. Okay, also... Ich glaube, das ist nicht richtig. Es steht bestimmt, du bist tot. Oder ist das das Ende des Videos? Ah, das musste so sein. Ja, total. Ich hoffe nur, dass du ein gutes Gedächtnis hast. Oh oh, wieso? Muss ich jetzt alles nochmal machen, weil ich verbrannt bin? Muss ich mir das alles merken, damit ich verstehe, was nachher passiert? Oder was meinst du jetzt mit, jetzt machst du mir ein bisschen Angst, Wusa, von wegen gutes Gedächtnis? Weil du weißt ja, wie es um meine Merkfähigkeit, um meine Aufmerksamkeitsspanne steht. Hey, ich muss aufs Klo. Merk es dir mal. Ja, was denn jetzt? Danke, Fabi. Oh, Wusa. Was soll ich mir bloß merken? Und ich frage mich auch, ob ich jetzt echt aufhören soll, weil es eigentlich so Spaß macht gerade mit euch. Ich gehe... Das komplette Rätsel... Echt? Ich schreibe mir zumindest mal die beiden Codes auf. Ich mache mir schnell eine Notiz im iPhone. Loser und das war die hängende Frau. Dann der Grabstein und der Embryo. Embryo. Was war sonst noch? Der Geppetto mit dem Füllfederhalter. Ja, das kann ich mir schon merken. Ich werde bestimmt bald wieder fluchen und sagen, wieso habe ich mir nicht alles genau aufgeschrieben. Du musst bei der Party nochmal wiederholen, weil du musst ja hin. Zum Glück habe ich das Video nicht angesehen. Wie, was? Voll das Gespoiler hier. Warst du das Zombie? Der, diese Tante da, wie heißt die? Table here. Auf meinen Post auf Twitch hingemacht hat in dem Fall. So, ich gehe jetzt schnell aufs Klo und dann entscheide ich, ob Schluss ist für heute. Oder ob wir, also speichern tun wir auf jeden Fall noch. Aber ob wir vielleicht noch ein bisschen weitermachen oder ob Schluss ist. So, aber jetzt gehe ich schnell aufs Klo. Bis gleich.
So, ich bin wieder da. Was sollst du gemacht haben? Auf meinem Post auf meinem Kanal, dass ich erst in ein paar Tagen streamen werde. Sowas gesunden Menschen gemacht. Du bist schon. Sandy, wie läuft's eigentlich in der Hut zurzeit? Alles ziemlich ruhig eigentlich. Ich kann mich nicht beklagen. Du regelst das ganz gut, Victor. Wofür das Q... Also QT steht Englisch für QT oder Englisch ausgesprochen, QT. Und 314 ist Pi, 3,14, die Kreiszahl Pi. Und ganz ausgesprochen heißt der Name dann Princess Cutie Pie. So. Ist aber, glaube ich, noch niemand von selber draufgekommen. Was machen wir jetzt? Das Video haben wir. Wir tun jetzt sicher mal aufräumen und alles weglegen, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel das Video. Ich habe keine Muni mehr. Die da rein. Ach, das geht nicht. Ach, ist das die falsche? Für Standardpistolen und das ist eine Standard. Das ist ein Standardmodell. Wieso kann ich denn die nicht da reinmachen? Nee. Wieso kann ich die nicht da reinmachen? Und ich habe doch noch Flintenmuni aufgenommen. Habe ich die schon verballert? Nicht, oder? Kraut, Flintenattrappe, Schatzfoto, Happy Birthday. Echt? Nein! M19-Pistole. Schlechter Zustand, aber brauchbar. Und die ist für einfache Handhabung. Aber warum kann ich denn die jetzt nicht? Ach so, geht's. Okay. Also, und jetzt speichern auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen noch bis um 10, aber dann ist Schluss. Das sind noch gute 20 Minuten, dann hören wir auf. Da sind wir ja ein gutes Team, geht auf aus. Definitiv. Cutie Pie, so. Ja, so ist das. Krähen und Schlangen, Schlüssel brauche ich nicht. Habe ich die immer noch dabei? Ah ja. Brauche ich sonst was? Spaltmittel, Kraut, soll ich mir vielleicht... Ja, ich habe ja so viel flüssige Chemikalie und nochmal flüssige Chemikalie und Schießpulver. Da könnte ich ja noch Muni basteln. Ey, ich habe ja noch ganz viel Kraut. Wieso ist denn das nicht beim anderen Kraut? Aha, das ist bei 5 voll oder wie? Also auf jeden Fall machen wir jetzt da mal. Nee. Und da noch eins. Dann kann ich das eigentlich wieder wegtun. Und ich wollte noch... Oh, habe ich jetzt? Mache ich halt starke Muni. Verbesserte Muni. Und sonst habe ich keine Chemikalie mehr, ne? Mehr. Starke oder normal? Ich glaube, ich brauche keine starke. Jetzt habe ich 6 Slots, das reicht. Du dachtest irgendwas mit Quicktime. Ja, QT Quicktime, das hätte auch sein können. Nein, sie bezeichnet sich selber als Cutie. Sehr abgehoben. Verlängerung mit Sandra. Aber der Victor geht ins Bett, aber voll zugedeckt, damit kein Monster an deinem Bein knabbert. Alles klar, Herr Marketingmanager. Dann eine Ghetto-Faust zur Verabschiedung. Es war wieder sehr amüsant mit dir. Schlaf gut. Einen lieben Gruß an Adi Dassler. Und ich freue mich schon jetzt auf euren Besuch zu meinem 30. Geburtstag. Gute Nacht und guten Wochenstart.
So. Haben wir gespeichert? Ja. Und sonst ist hier drin ja eigentlich nichts neu. Aber ich bereite mich jetzt schon mal drauf vor, dass da draußen vielleicht noch mehr Monster rumlungern. Gibt's vielleicht was Neues zum Sammeln? Soll ich ein Psychotonikum nehmen? Oder da gleich direkt zur Party? Eigentlich bin ich ja immer noch dabei, vom Hof zu Lukas Haus gehen. Aber da ist noch... Was? Nee, so. Das wollte ich. Aber das bringt nichts. Da hinten vielleicht was? Da kann ich, glaube ich, noch immer nichts machen. Oh, aber die Zahlen waren, glaube ich, letztes Mal noch nicht hier. Lässt sich nicht öffnen, auch nicht mit Dietrich. Da fehlt nach wie vor was. Und anstellen kann ich das auch noch nicht. Nee, ich glaube, hier auf dem Hof gibt's nichts Neues. Auf dem Hof nichts Neues. Da gibt's doch irgendwie einen Film oder was. Im Westen nichts Neues. Auf dem Hof nichts Neues. Okay, gut. Dann Party. Hard. Welcome to Paradise. Das werden wir ja sehen. Aha, ja. Dann. Nein! Ich vertipp mich dauernd. So. Wir treten ein. Hui, ist das dunkel hier. Oh, immer diese Treppen. Oh, aber schön sieht es aus. Die haben richtig Atmosphäre gemacht hier. Mit Leuchtmittel und so. Let's play. Okay. Hey, aber das ist echt schön. Das gefällt mir. Schöne Farben auch. Und es ist echt von der Atmosphäre her, habe ich das Gefühl, ich komme jetzt dann gleich in den Underground Club oder so. Habe ich vielleicht auch schon einen Stempel? Nein. Ich möchte jetzt gerne irgendwie so eine Maske aufsetzen, die leuchtet. Oh, der ist ja süß. Wo kriegt man den? Bei wem? Alles klar, Fabi. Dann wünsche ich dir auch gute Nacht und guten Wochenstart morgen. Bis zum nächsten Mal, vermutlich erst wieder am nächsten Sonntag. Ich werde die Woche durch vermutlich nicht zum Streamen kommen. Mach's ganz gut, danke fürs Reinschauen und Mitmachen und Mithelfen. Tschüss. Also, nicht lang rundrum machen, sondern drum. Ich bin aber ganz schön alleine hier. Und jetzt, also unter einer Party verstehe ich eigentlich was anderes als fernzuschauen. Was machst du? Nicht jeder will gerne die Zeit. Hat er sich jetzt den Namen? Oh. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Du bist ein dummes Miststück. Sie
Aber warum muss man sich dafür denn die Nägel ausreißen? Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Ich werde das Serum herstellen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Ich habe mich eigentlich auf eine Party gefreut. Oh! Ich erschrecke mich immer so, wenn ich lege den Controller immer weg, wenn so eine Zwischensequenz kommt. Und jetzt lag der auf meinen Füßen und dann hat der jetzt bei der Explosion gerade sowas von los vibriert. Was Schwusa schreibt. Er wollte dir doch nur zeigen, was er alles kann. Sei froh, dass es nur die Nägel waren. Ja, zuerst habe ich echt gedacht, der kappt sich jetzt da die Fingerkuppen ab. Aber was er mir genau damit beweisen wollte, dass er sich jetzt da die Nägel runtergerissen hat, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Was ist das? Ach so, so ein Farbroller-Dingens. Aber schön gestrichen. Ist hier gar nichts, alles nur abgedeckt. Also wenn ich zu einer Party eingeladen werde, dann erwarte ich eigentlich schon, dass man fertig ist mit Streichen. Aber vielleicht ist es ja auch eine Streichparty. Oh, ich glaube, hier werden wir dann... Jetzt wäre ich da fast reingelaufen. Hier werden wir dann den Kopf finden, der auf der Schatzkarte abgebildet... Oder auf dem Schatzbild abgebildet ist. Was ist das? Pistolenmuni. Ja, und wie kann ich da jetzt... Aha, unten durch? Geht das? Okay, gut, hat geklappt. Was wäre wohl passiert, wenn ich reingelaufen wäre? Wahrscheinlich wäre ich gestorben. Da hinten ist noch eins, ich sehe es schon. Okay... Da auch unten durch. Und ist jetzt auf der Seite hier der Kopf? Nein, noch nicht. Seht ihr gleich? Wieso laufe ich noch irgendwo rein, meinst du? Nein, nicht wieder. Nicht wieder aufmachen, zumachen. Ah, da hinten ist er. Der Baseball-Cappy-Kopf. Ey, wieso glaubst denn du nicht an mich, Wusa? Bist du dir so sicher, dass ich noch irgendwo reinlaufe? Reparatursatz. A Gun Repair Kit. Okay. Ich hätte jetzt was anderes erwartet. Ein bisschen was Spezielleres. Oh. Da hängt, glaube ich, noch ein Faden runter. Jetzt muss ich da in das Eck rein. Mission Impossible. Oh! Ah, das hast du wohl gemeint. Okay, aha. Ich sterbe also nicht. Das ist noch gut zu wissen. Und ich glaube... Schaden habe ich jetzt auch nicht so wirklich genommen. Ziemlich sicher. Hast du gut vorhergesehen. Aber ich nehme an, das war in dem Fall auch absehbar. Oh, da hinten kann man... Nein. Ich habe zuerst gedacht, da kann man noch was aufnehmen. Du wusstest es. Ja, aber da hätte ich gar nicht durchkommen können, oder? Es lag jetzt nicht so sehr an mir. Jetzt habe ich dauernd Angst, dass irgendwo eine Falle wartet. Falle auf mich wartet. Ich hätte es auch abschießen können. Ich wollte eben keinen Lärm machen, um niemanden auf mich aufmerksam zu...
Okay, das war jetzt aber fies. Das war jetzt ziemlich fies. Und dann ist nicht mal was drin. Okay, da komme ich ja wohl nie durch. Wo sei ich wieder schadenfroh? Da geht's nicht weiter. Ja, und es gibt Fallen, also aufpassen. Da war was in der Kiste. Habe ich wieder was übersehen? Es ist so dunkel hier. Aber es ist auch nichts. Oder habe ich was aufgenommen, ohne es zu merken? Dietrich, hatte ich schon zwei? Nee, aufgenommen habe ich nichts. Aber hier liegt auch nichts rum. Bist du dir sicher, Vanessa, dass da was gewesen ist? Ich möchte immer eine Taschenlampe anstellen, aber es geht hier ja gar nicht. Und hier geht's echt nicht weiter. Das sehe ich schon richtig, oder? Ach so, jetzt könnte ich das natürlich abschießen, wenn Wusa mir das schon sagt. Wenn ich da hinkomme, ohne das zu berühren. Dann muss ich aber dann gleich wegspringen, oder wie? So. Ja. Das hab ich. Ah, okay. Super. Brauche jetzt zwar nichts, aber heißt das... Aber das ist jetzt kein typischer Safe Room hier, oder? Weil speichern kann ich nicht. Nö. Warum hat's jetzt hier eine Kiste? Was? Probier doch mal 0840. Nein. 0621. Nein. Es ist 0540. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Na toll. Guten Abend, Liongate. Schön schaust du doch noch rein zu dieser Uhrzeit. Alles gut bei dir? Weiter vorne, wo ich reingekommen bin. Oh nee. Soll ich nochmal zurück? Gleich wird sie sterben. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Kommt jetzt die Decke von oben runter, oder? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe noch nicht mal einen falschen Code eingegeben. Ich mag jetzt nochmal zurückgehen zu der Kiste, von der Vanessa spricht. Weiter vorne, wo ich reingekommen bin. War was in der Kiste? Die habe ich ja alle deaktiviert, oder? Also hier ist nichts. Ah! Hier ist nichts. Nee. Da ist auch keine. Ganz, ganz am Anfang. Uff. Hier. War hier noch eine Kiste? Gleich wird sich der Jon selbst. Bei mir auch, danke, Liongate. Ich hab Glück gehabt. Nein, das ist Können. Nie traust du mir was zu. Aber jetzt ist gut möglich, dass ich vor lauter Übermut, weil ich da schon überall durchgekommen bin, irgendwie doch noch in eins reinlaufe. Genau, Zombie sagt, das war kein Glück, das war Können, pures Können. Vanessa, ich weiß leider nicht, welche Kiste du meinst. Keine Ahnung, schon in dem Gang, wo es runtergeht. Sie hat die Falle noch nicht mal gesehen. Meinst du die hier? Die habe ich schon gesehen, falls du die meinst.
Ich bin die Gans gekonnt umgangen. Ich hab die Gans gekonnt. In dem Gang, wo es runtergeht. Ach so, hier. Aber nein, da ist nix. Also in der einen Kiste habe ich auch was aufgenommen. Ich weiß zwar nicht mehr, was es gewesen ist, aber hier liegt nichts mehr. Näher an der Tür, wo der Typ eben war. Ach so. Gut, dann war es definitiv nicht können. Kann ich darauf? Nein. Die noch kaputt machen, geht auch nicht. Das ist jetzt runtergekommen, oder? Ihr verwirrt mich. Was könnte ich denn? Was hat der alles gesagt? 0621? Ich muss das Passwort herausfinden. Ja. Und wo soll jetzt das bitte wieder sein? Ja, eigentlich da, aber hat wohl doch schon. Ah, da oben? Soll ich die wegmachen oder lassen? Ich mach die lieber weg. Ah! Da ist ein Raum. Also, wir suchen ein Passwort. Bestehend aus 4 Zahlen. Jetzt bin ich dann übervorsichtig. Wegen den Fallen. Oh, flüssige Chemikalie. Aber wie, aha, ich könnte auch auf die Kisten schießen, oder? Damit ich nicht jedes Mal kaputt gehe, wenn da doch was Explosives drin ist. Das mag ich ja gar nicht. Schubladen und Schränke, wo dann nichts drin ist. Ah! Flintenmuni! I love my shotgun. Ich hätte gerne ein T-Shirt, auf dem steht I love my shotgun. So, ich lass mich nicht mehr verarschen. In welche Richtung soll ich jetzt zuerst? Da lang. Versuchsgelände. Passwort zum Partyraum. Partyraum finden. Oder da lang. Ich gehe doch zuerst in die Richtung. Oh, es ist jetzt dann gleich 22 Uhr. Uiuiui, was. Ah, hup! Wusa, jetzt hättest du es doch. Nein! Oh, das ging aber schnell. Den habe ich richtig erwischt. Das war jetzt aber auch fies, wie der sich angeschlichen hat von hinten. Ja. Oh, das war zu nah dran. Du gehst gerade zurück? Geh ich. Ja, aber hier war ich ja noch nicht. Das war immer noch zu nah dran. Jetzt sollte ich, glaube ich, mal wieder so ein Ding ins Nehmen. Das ist ja alles neu. Ah, der ist in die Falle gesprungen. Ah, das ist natürlich praktisch, wenn ich die Fallen stehen lasse und die Monster dann durch die Falle sterben. Oh, nein! Na, oh! Das war eine Doppelfalle. Wo war denn die? Gar nichts gesehen. Jetzt hätte ich mich doch noch nicht heilen sollen. Aber mir geht's auch noch ganz okay jetzt. Jetzt bist du richtig, eben warst du falsch. Gleich kommt ein Safe Room, da kannst du speichern und aufhören. Super! Danke, Wusa, für diese wunderbare Anleitung. Da kann ich jetzt noch ein bisschen sammeln. Was haben wir hier? Steroide. Ich tu die jetzt nicht. Ich tu die jetzt aufschießen. Von weit, weit weg. Ja. Gut habe ich das gemacht. Fertilizer. Und sonst nix.
Dann hoffe ich, der Safe Room kommt jetzt dann gleich. Nein, da kommt schon wieder irgendwo einer da. Oh, ich glaube, es kommt noch einer. Von wo kommt der andere? Oh, da kommen ganz viele. Wo ist meine Shotgun? Wo ist meine Shotgun? Die hat wieder keine Muni mehr. So. 1, 2, 3. Vorbei. Es ist so dunkel. Stehen die nochmal auf? Nein. Ah, jetzt sehe ich auch gar nicht, ob es irgendwo Fallen hat. Aber da ist was, Kraut. Ich könnte jetzt eigentlich noch schnell ein Psychotonikum nehmen, weil wenn es so dunkel ist, sehe ich sowieso nichts. Aha. Da hinten ist was. Geht's da runter? Aha, aber nicht von der Seite auf jeden Fall. Hier ist was. Flint, noch mehr Flintenmuni. Super, super, super. Das ist Schießpulver. Da war noch irgendwo was versteckt. Noch mehr Muni. Und hier komme ich nicht runter. Nee, wieder rauf. Ist das der Safe Room? Sieht irgendwie so safe aus mit dem Licht. Ja, sehr schön. Super. Okay, dann hören wir hier auf. Ich sammle noch, was hier alles zu sammeln ist. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ich mag das nicht. Ich will, dass die Tür zu ist. Dann halt nicht. Was haben wir hier noch? Ich habe... Oh, keinen Platz mehr. Echt? Dann lege ich mal schnell... Die brauche ich nicht... Jetzt gerade nicht, jetzt gerade nicht, jetzt gerade nicht. Und jetzt gerade nicht. Mache ich dann alles nächstes Mal, das Kombinieren und so. Oh, wie ich das liebe, meine Shotgun mit Muni zu füllen. Oh, aber da draußen ist noch was. Und die Tür ist jetzt auch... Aha, das ist dann schon außerhalb. Nein, 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 nein. Nicht jetzt wieder ablenken lassen. Ja, eigentlich kommt das ja nicht so drauf an. So, fertig. Speichern und Schluss. Ja. Dann wünsche ich euch allen gute Nacht, schlaft gut, träumt schön. Danke fürs Zuschauen, mitmachen, helfen, durchstehen. Und überhaupt, die Unterhaltung war wieder ganz toll mit euch. Und auch einen guten Wochenstart dann. Und ja, wie gesagt, eben diese Woche wahrscheinlich unter der Woche kein Stream. So wie das in meinem Kalender aussieht. Aber wenn alles gut läuft, wieder nächsten Sonntag. Ich hoffe, es wird dann wieder ein bisschen besser mit ein bisschen häufigeren Streams, wenigstens zweimal die Woche. Und... Wie immer, esst mehr Gemüse, bleibt schön fröhlich und gesund und überhaupt. Macht's gut. Tschüss Wusa, tschüss Zombie, tschüss Monthies. Das ist wieder so ein Name, den ich nicht gut aussprechen kann. Monthies. Tschüss Vanessa, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Wer haben wir noch? Der Stefan ist schon weg. Tschüss FIFA Freaky, tschüss Hub, tschüss Kairos, tschüss Lion Gate, tschüss Niki und Poco, Paco Rico, tschüss Silvia und Skywalker, tschüss Terror. Das wärt ihr, glaube ich, alle. Macht's gut, tschüss.